Hi Freunde, hier ist wieder James aka Chris mit einem Überraschungsvideo. Ich hatte ja gesagt, heute wahrscheinlich kein Video. Doch mir geht es einigermaßen gut, sodass ich heute das Video auf jeden Fall machen kann. Und ich werde aber das nicht allzu lang in die oder vielmehr in die Länge ziehen. Deswegen werde ich nur ein kurzes Feedback geben zu den Transfermarkt, zu den Angeboten. Wir hatten gestern noch einen netten Hinweis aus der Community. Da wurde ich darauf hingewiesen, dass man aufgrund des Verkaufs von Paul Verhaagh zum VfL Wolfsburg sich mal mit Opara beschäftigen könnte. Das habe ich getan und bin dankbar für den Hinweis. Mir ist das ein bisschen entgangen. Ich meine, das sind immer Live-Aufnahmen, das heißt, ich werde das nicht vorher studieren, sondern will euch das eins zu eins wirklich übertragen. Und mir ist das nicht aufgefallen. Also Dank an den netten Kollegen, der mich darauf hingewiesen hat, dass man Opara kaufen kann. Mit 170.000 gibt man da auch kein Risiko ein. Der Wert geht nach oben. Mal sehen, wie weit er steigen kann, wenn Paul Verhaagh wirklich beim VfL Wolfsburg anheuert. Ja, Holtmann hat mir abgegeben. Das war auch meiner Meinung nach zu früh. Heute ist dann der Wechsel, der Positionswechsel eingetragen worden. Also hier wird es nochmal ordentlich nach oben gehen. Aber ich hatte das ja auch mit dem festen Stammplatz von Brosinski begründet. Deswegen ist das jetzt auch kein falsches Argument. Aber es wird wahrscheinlich noch was drin sein aufgrund der Positionsänderung. Ja, ansonsten gibt es noch eine Schreckensmeldung für alle Besitzer von Osako. Der hat sich dann doch schwerer verletzt. Das ist eine Bändergeschichte, die nicht operativ behandelt werden muss, sondern ja, konservativ behandelt werden kann. Das heißt, da müsst ihr gucken, ob er für den Saisonstart noch auf einen Ersatz umschwenkt oder dann mit Osako plant. Das ist natürlich jedem überlassen, ob er lieber das Geld nimmt und auf einen anderen switcht oder dann wartet, bis er zurück ist. Eine genaue Prognose gibt es nicht, wie lange das Ganze dauern kann. Ja, ansonsten Ginzek auch noch vorzeitig das Training beendet. Holger Badstuber heuert sehr wahrscheinlich beim VfB Stuttgart an. Eine eigentlich logische Konsequenz aufgrund der Innenverteidigerposition, die man noch besser besetzen möchte. Und das kann man einem vereinslosen Badstuber, denke ich, ohne Probleme tun. Der wird sich sowieso in der Saison häufiger mal verletzen, deswegen eher dann auch als Bindeglied zwischen Innenverteidigung und Ersatzleuten gedacht. Dann noch ein Transfer von Drongelen, der beim HSV im Gespräch ist. Auch da bin ich ja gespannt drauf, was der Junge mit sich bringt. Also ist ein junger Mann, der ein gewisses Potenzial hat. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie er sich da einreiht. Aber ich denke mal, Stammplätze bleiben ja, bei den gewohnten Innenverteidigern, die ich auch in meinem Video zum Hamburger SV gemacht habe. Könnt ihr da nochmal nachschauen? Ansonsten würde ich denken, dass das dann eher der dritte Innenverteidiger ist. Ja, ansonsten verweise ich euch heute Abend noch bitte auf das Spiel Bayern München gegen Liverpool um 20:30, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo es übertragen wird, aber wenn es übertragen wird, schaut es euch an. Dann könnt ihr einfach mal ein paar Eindrücke gewinnen zum FC Bayern München. Wer da mal so spielt. Und dann haben wir noch am Wochenende den Supercup Bayern gegen Dortmund. Das sind schon mal die ersten ja, wichtigen Spiele, um zu sehen, wer da wirklich in die Stammmannschaft reinrutschen könnte. Es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber man kann sich auch schon mal einen Eindruck verschaffen von dem Spieler, den man dann ja, den man hat von der Mannschaft. Also hat man zum Beispiel in Dembélé, kann man sich schon mal seinen Verfassungsgrad anschauen. Der wird natürlich überragend gut sein, aber trotzdem gibt es ja auch andere Spieler, wo man nochmal genauer hinsehen möchte. Ja, ansonsten wollen wir das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde dann morgen wieder ein Video releasen. Wir wollen nur ganz schnell noch im Transfermarkt schauen, ob es da irgendwas gibt. Da sehen wir schon Augustinsson, den ich auch in meiner Beobachtungsliste drin habe, für 2,7 Millionen. Ein Schnäppchenpreis. Also insgesamt fallen die Werte jetzt Tag für Tag rapide nach unten. Und das Positive ist, dass die günstigeren Spieler in der Regel noch etwas steigen werden. Das ist einfach damit zu begründen, dass die Spieler, die jetzt noch 10 Millionen etwa bringen, wie ein Bruma, dass der tagtäglich fallen wird auf sein Normallevel und die Spieler, die man finanzieren kann und mit denen man seine Lücken füllen möchte, die dann noch etwas steigen werden. Also es ist eine ganz logische Konsequenz, dass eure Spieler jetzt, die relativ günstig sind, nochmal um 100.000, 200.000 zunehmen werden. Ja, ansonsten, Pirmin Schwegler, Halstenberg hatten wir gestern, Gief hatten wir auch, Schreck, Gilavogi, Rudi für 3 Millionen locker finanzierbar und der wird dann die nötigen Lücken beim FC Bayern füllen. Und Augustinsson hatte ich schon in mehreren Videos zu geraten, den würde ich holen. Der kann einiges auf der Außenbahn bei Bremen bewirken. Und ansonsten sehe ich hier nichts, was wir jetzt machen können. Wir können ein paar drauf tun, müssen wir aber nicht. Und deswegen tue ich es auch nicht, weil das keinen Sinn macht. Also für 20.000 werde ich mich ja jetzt nicht groß krumm machen. Der kann dann auch gegebenenfalls, wenn wir mal einen Tabata verkaufen, dann die
Lücke einnehmen und das Loch stopfen, das Paul Verhaag dann hinterlassen wird. Gut, ansonsten war es das eigentlich mit dem Video. Ich habe gestern noch Borussia Dortmund mal meine Spekulationsaufstellung gemacht. Dazu könnt ihr dann gerne mal reinschauen zum Dortmund Special quasi. Und ansonsten werden wir uns dann die nächsten Tage wieder mit anderen Mannschaften beschäftigen. Unter anderem auch Bayern München, Borussia Mönchengladbach sind noch offen. Also ist noch viel zu tun. Gewünscht war, glaube ich, auch Hoffenheim. Vielleicht gehen wir das dann als nächstes an und schauen dann einfach mal, was dann so die Zeit mit sich bringt. Ist ja nicht mehr lang. Und diese Woche wird sehr interessant für den FC Bayern, auch für Borussia Dortmund. Und dann ja, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr trotzdem reinschaltet jeden Tag und euch den Quatsch hier anhört. Und ja, wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Kommentare. Ich beantworte eigentlich alles und ja, freue mich drauf. Haut rein, euer James, bye bye und tschüss.